Und schon wieder zurück. Weiter geht's. Wir gehen jetzt mal hier bei den Akebas vorbei. Vielleicht können wir da ja auch noch was abstauben. Nämlich die eine Quest. So, ja, irgendwie grob die Richtung. Die sind es auf jeden Fall schon mal nicht. Ah, hier. Die sind's. So, ja. Der Söldner ist weg. Ich lasse ihn erstmal weg. Müsste ja eigentlich auch so funktionieren. Ist sehr einfach. Ärgere ich mich ja so ein bisschen über mich selber, dass ich mich da so unnötig und das wahrscheinlich schon seit Anfang von Blood of Lucklin so abgemüht habe. Völlig umsonst. Es wäre die ganze Zeit viel einfacher gegangen. Es ist überhaupt ein Wunder, dass ich so weit gekommen bin. Moment. Weg mit dir. So, ja, die hatten wir ja schon erledigt. Und machen wir einfach mal so eine Runde hier. Auch noch einer. Müssen wir uns erstmal den Weg frei machen. Aber die gibt es auch nur hier, glaube ich. Irgendwo anders auf der Karte habe ich die jetzt auch noch nicht gesehen. Ah ja. Auch wieder hier für die Höhlen. Spawnt auch schon wieder. Mein Söldner kämpft schon wieder irgendwo. Nee, kann ja nicht sein. Moment. War gerade irritiert, weil ich so langsam auf dem Mount war. Irgendein Zauber gewirkt, der mich verlangsamt hat. Den Söldner habe ich doch gar nicht aktiv, Mensch. Oh, das ging ja schnell. Hier ist einer. Und da hinten sehe ich auch schon wieder einen. Ja, 8 Stück noch. Und dann trauen wir uns mal wieder an den Strand. Und diesmal muss ich echt ein bisschen besser aufpassen, nicht dass ich da wieder in diesen Epic da reinlaufe. Blaues Shiny. Da habe ich auch, ich glaube, das ist mein zweites oder drittes erst hier, noch nicht so viele von gefunden. Und da ist eins dieser vermeintlichen
Quest-Starter-Items. Aber das ist Shade Weavers, okay. Nee, das. Ach, ja, klar, es ist Shade Weavers. Das heißt jetzt nur anders, die Quest. Mann, ich bin aber auch verstrahlt wieder. Oh Gott, die Sammlungen sind aber ganz schön umfangreich. Na komm. Vier Stück noch. Ach, hier war ich auch noch gar nicht so richtig, ne? Ja, man merkt's. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Quests. Toll. Ja, so schnell sind wir hier noch nicht fertig. Ich dachte, ne, gerade noch die drei Quests fertig machen und dann ab weiter mit den Trade Skills. Aber, achso, ja, die sind auch auf der Karte schon eingezeichnet. Das ist ja praktisch. Dann können wir ja einfach mal hier weiter abfliegen und dann kriegen wir hier überall noch eine Quest. Da unten nicht, also nur hier oben. Ja, aber halt, stopp. Bevor ich jetzt hier wegfliege, muss ich ja noch die letzten... Ah, hier wieder unsichtbare Wand. Ich liebe es. Muss ich ja noch die letzten Gegner umhauen hier. Ja, wahrscheinlich kriege ich nochmal eine Quest, wo ich genau die nochmal umhauen muss. Oder habe ich die vielleicht schon? Das wäre natürlich doppelt ärgerlich. Oh ja, hier ist schon mal von der anderen Quest. Natürlich, 15. Wo ist der Typ hin, der die Quest mit den 8 Gegnern geschrieben hat? Den könnte ich jetzt mal gebrauchen. Wahrscheinlich an dem Tag frei, als diese Quests hier geschrieben wurden. Ich kann mich daran erinnern, jetzt wo ich den gerade nicht aktiv habe, den Söldner, aber ich kann mich daran erinnern, dass es eine lange Phase gab bei mir, wo ich auch absolut dagegen war. Noch. Ja, dann kann ich hier gleich hoffentlich weg in die nächste Ecke. Ja, absolut dagegen, ne? Also Söldner war für mich eigentlich ein rotes Tuch, wo ich gesagt habe, ne, will ich nicht, brauche ich nicht. So mit den Flugmounts. Auch lange gegen gewehrt. Und dann doch irgendwann mal ausprobiert und für, ja, ist okay befunden. Und dann irgendwann hat man sich so dran gewöhnt an den Vorteil, den man damit ja auch hat und was ja auch die Werte extrem verbessert, dass man dann einfach, ne, gar nicht mehr ohne kann. So, einen noch. Hier steht doch bestimmt noch einer, oder? Ja, hier, komm. Den Schmalhans hier.
aber schön, dass es noch eine neue Sammlung gibt. Die habe ich gebraucht. So, jetzt fliegen wir mal da hinten weiter lang. Ich muss mal die ganze Anordnung hier nochmal neu überarbeiten. Gefällt mir nicht mehr. Ich glaube, die Karte setze ich nach oben und meine ganzen Schnellstartleisten, die muss ich hier auch nochmal überarbeiten. Ist das jetzt hier? Achso, ja, hier ist wieder unsichtbare Wand. Gut, weiter darf ich nicht. Wo war Norath? Da oben. Wie schon gesagt, viel zu klein. Steht leider nicht in dem Verhältnis zum Mond. Wow, schon eins, was doppelt ist. Dabei habe ich gerade erst angefangen mit der Sammlung. Autsch. Oh, wo bin ich? Ach, ich bin erst hier. Ach du Schande. Auf jeden Fall weiß ich, wo es die ganzen vielen blauen Shinies gibt. Das ist schon mal gut. Auch wenn sie doppelt sind. Erstmal den Broker checken, was sie so vielleicht einbringen. Ich habe letztens meine Fähigkeiten und Zauber auch aktualisiert. Größtenteils auf Expert. Und da ist ordentlich Geld über die Theke gegangen. Da habe ich einiges an Fehlern gelassen. Oh, what? What is happening? Whirling Dervish. Was? Die haben den jetzt da hinten umgehauen und weil ich mit ihm irgendwann mal angefangen habe zu kämpfen, habe ich dafür noch eine Belohnung gekriegt. Ist ja nice. Und die werden jetzt natürlich alle hierhin fliegen, um den nächsten umzuhauen. Und da bin ich ja schon fast da. Lassen wir uns schon mal hier nieder und gucken mal. Gleich kommen die hier alle eingeflogen wahrscheinlich. Gucken, ob wir das irgendwie einfangen können. Bin mir noch nicht sicher, von wo die kommen. Wahrscheinlich eher von hier. Da ist er. Doomshade. Den werden die umhauen wollen. Oh ja, da kommen sie. Da kommt die Flotte. Ja, cool. Ganze Armada hier. Wollen wir natürlich dran teilhaben an der ganzen Geschichte? Keine Frage. Irgendwie. Muss nur gucken, dass ich nicht unglücklich stehe und gleich weggeballert werde. Vorsichtig angehen. Wenn der mich in Fokus nimmt, dann bin ich ja sofort weg. Ja, ich bin nicht der Typ für solche Geschichten eigentlich. Ne? Das ist nicht das, was das Spiel für mich unbedingt ausmacht, aber wenn man mal zufällig in der Nähe ist, warum nicht?
Ja, man hilft gerne, man profitiert davon, man kriegt eine Belohnung. Muss man nur noch gucken, was man mit der Belohnung später irgendwann mal anfängt. Ich muss mich wirklich noch mal mehr mit meinen ganzen Fähigkeiten hier beschäftigen. Damit man noch mal weiß, was man klickt, ne? Perspektive ändern, aber so richtig sehen tut man ja trotzdem nichts. Ne? Das ist ein fürchterliches Gewusel hier. Ja, in einer Gruppe oder im Raid sind die ja wahrscheinlich alle, nur ich bin jetzt irgendwie dazugerutscht und eher übersehen worden. Aber in der Gruppe kannst du natürlich dann von den Fähigkeiten der anderen profitieren, ne? Macht das Ganze natürlich dann wesentlich effektiver für alle, die dann an dem Kampf beteiligt sind. Das fand ich jetzt halt echt faszinierend, ne? Dass ich da noch eine Belohnung von bekommen habe.